Meine Lieben, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einem kleinen Diamond Painting. Und zwar wollte ich jetzt noch auf die Schnelle die Weihnachtsbaumanhänger machen von DIY Digital Art, die ich mir mal ausgesucht habe und die ich seit ein paar Tagen suche, und irgendwann habe ich gedacht, okay, komm, lass es, egal, dann nächstes Jahr. Und gestern mache ich eine Sticktasche auf für unterwegs, wenn ich mal, ja, denke, vielleicht hast du da mal Zeit, mal irgendwas zu machen. Und da waren sie drin. Da habe ich gedacht, oh ja, dann mache ich das gleich. Und zwar seht ihr hier verschiedene Motive. Ich habe den Stern und ein Lebkuchenmännchen schon fertig gemacht. Das hier gibt es noch. Also es sind nochmal zwei Sternchen dabei, ein Herzchen, ein Glöckchen, ein Häuschen, eine Schneekugel oder eine Christbaumkugel, ein Tannenbaum und noch ein zweites Lebkuchenmännchen. Mit dabei war auch noch diese lange Kordel. Also es war eigentlich eine Kordel in einem Stück. Ich Schusselchen habe dann mir schon mal so kleine, ja, Teile rausgeschnitten, dann gemerkt, dass das hier leider sehr, sehr fusselt. Und mache das aber jetzt so, dass wenn ich da die Anhänger hier durch ein Loch ziehe, ihr seht, jedes Anhängerchen hat hier oben noch ein Loch, wo man das durchziehen kann, habe ich das hinten einfach mit Tesa ein bisschen befestigt. Ne? Und ich denke, das reicht aus, um das so ganz leicht vorne an die Spitzen von den Ästen vom Weihnachtsbaum dran zu hängen. Man muss ein bisschen behutsam mit diesen Sachen umgehen. Es ist zwar Pappe, aber nicht allzu fest. Das heißt, gerade wenn man auch hier die Kordel durchs Loch zieht, muss man aufpassen, ne, so wie hier, dass man sich das dann nicht abreißt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wird sich jetzt wahrscheinlich auch zeigen beim Aufhängen, dass man das halt tatsächlich nicht durch ein ganzes Ästchen ziehen kann, sondern wirklich nur vorne so auf. So, ne? Wenn das jetzt hier Christbaum, vom Christbaum so ein Ästchen ist, dann hängt man das einfach hier nur so vorne dran. Gell? Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mit euch zusammen den Tannenbaum, zumal auf dem Tannenbaum auch alle drei Steinchen drauf zu sehen sind. Das wollte ich jetzt mal hier so ein bisschen dranhängen. No, komm her. So. Magst du auch? Glück und es bleibt hängen. Seht das? Ich hole es mal ein bisschen her. Es sind drei Sorten von Steinchen dabei. Einmal diese Sondersteinchen, die so schön glitzern, so ein bisschen AB-mäßig. Die werde ich dann auch painten mit diesem Stift hier. Der hat zwar hier, ist mir die Wachsspitze schon ein bisschen abgebrochen, aber ja, sie hält, wenn man das so ein bisschen feste drauf drückt. Und für die paar Steinchen, die ich jetzt noch machen muss, hält das. Und dann muss ich mir bei Gelegenheit einfach mal wieder eine Ersatzspitze holen. Dann haben wir hier normale runde Steinchen in Rot und wir haben weiße runde AB-Steinchen. Ich habe das sehen können, dass die so ein bisschen glitzern. Seht ihr das? Ich glaube, man sieht es vielleicht eher an dem gepainteten. Oh, leider nicht. Also es sind, ich sehe es auf jeden Fall funkeln. Die haben ja diese Beschichtung hier drauf, gell? So, dann ist eine Folie. Die ziehe ich mir dann vorsichtig erstmal bis zur Hälfte ab. Weil es doch so ein bisschen klein ist und dann, dass man da auf jeden Fall noch die Möglichkeit hat, das noch festzuhalten. Wenn ich mir jetzt die Folie komplett abziehen würde, dann bleibt mir hier zu wenig Platz, um mir das Motiv festzuhalten. Und dann
kann sein, dass ich ständig mit den Fingern auf der Klebefläche bin. Deswegen ziehe ich mir das hier so nach und nach zurück und werde jetzt auch als allererstes mal die großen Steine drauf machen. Dabei muss ich natürlich genau gucken, dass ich nicht in das Feld der anderen Steinchen mit reinkomme. Wenn es passt, dann drücke ich es noch ein bisschen an. Ich drehe mir das extra hier auch noch mal so ein bisschen, damit ich das genau sehen kann, dass ich dann hier im richtigen Fältchen drin bin. So. Damit ihr auch besser sehen könnt. So. Ich glaube, so könnt ihr jetzt besser sehen, gell? Prima. So. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal. Und dann werde ich jetzt die restlichen Steinchen hier so drumherum painten. Den brauche ich jetzt nicht. Dann nehme ich mir jetzt wieder meinen Diamond Painting Stift. So. Wenn ihr euren Baum schmückt, habt ihr da besondere Farben der Weihnachtskugeln oder generell von eurem Baumschmuck? Das würde mich auch mal interessieren. Oder habt ihr so ganz klassisch und traditionelle Farben? Also halt Gold, dann natürlich in Form von vielleicht Lametta oder natürlich auch die Farbe von den Kerzen. Ich denke, dass die meisten wahrscheinlich so eine LED Lichterkerze benutzt und das ist natürlich dann, wenn es dann nicht sogar schon bunte Farben hat, dann sicherlich auch so gelb, gelblich vom von der Farbe her, von den Kerzen. Ja, welche Farbe hat denn so euer geschmücktes Bäumchen? Also bei uns ist es so, dass ich teilweise Baumschmuck noch habe, den noch meine Großeltern benutzt haben, als meine Mutter auch noch ein kleines Mädchen war. Das sind wirklich dann so klitzekleine Holzanhänger. Und an denen hänge ich so wahnsinnig. Das sind dann so süße Figürchen. Die sind auch nicht groß, die sind vielleicht so 2 Zentimeter. Vielleicht groß. Und das ist richtig schön. Auch uralte Christbaumkugeln, die ich aber dann so nach und nach auch mal aussortieren musste, weil die dann wirklich auch nicht mehr so strahlend sind, sondern die verlieren dann über die Jahrzehnte dann tatsächlich auch so ein bisschen den Glanz. Und dann haben wir uns vor einigen Jahren mal neue Christbaumkugeln geholt in Gold und tatsächlich eine dunklere Farbe, die mir auch so gut gefällt. Das ist eine Mischung aus ja Lila Bordeaux und das Bordeaux ist auch so dunkel in der Mischung mit diesem dunklen Lila, dass es auf den ersten Blick meinst du tatsächlich, das wären schwarze Christbaumkugeln. Die sind aber nicht schwarz. Und es sieht so schön aus. Und ich denke, in der Kombination mit den goldenen Christbaumkugeln, dann mit dem schwarz-bordeaux-roten Kugeln, und dann noch diese Anhänger hier. Ja, bin ich mal gespannt, wie die sich am Baum machen. Ich denke mal, dass diese Anhänger sind jetzt nichts für die Ewigkeit. Ich glaube jetzt nicht, dass die
auch irgendwie, was weiß ich, 6 Jahrzehnte durchhalten. Aber mal schauen. Mal schauen, ob es mir gefällt. So, wenn ich so an den Weihnachtsbaum mache. Ich brauche noch ein bisschen Wachs. Oder was ich mir auch schon gedacht habe, die haben ja dann alle eine einzelne Kordel. Ob ich dann vielleicht, wenn mir das jetzt nicht so gut gefallen würde, wie die sich so am Baum machen, dass ich vielleicht dann mir auch noch mal so eine längere Kordel nehme und dann die Motive quasi an diese Kordel wie so eine Kette, wisst ihr? So festmache und es dann vielleicht sogar ans Fenster hängen oder so. Also, da werde ich euch auf jeden Fall noch ein Bild dann schicken, wahrscheinlich in der Facebook-Gruppe. Also wer neu jetzt auf meinem Kanal ist, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, eine private Gruppe, Sabrina Music and More. Und da werden auch immer die aktuellen Sachen gepostet. Und da würde ich euch auf jeden Fall dann zeigen, wie ich diese Baumanhänger dann nutze und wie es aussieht. Es ist natürlich jetzt auch nichts Hochwertiges, ne? Das ist klar. Hat jemand von euch zum Beispiel aus Restesteinchen auch Baumkugeln? Oh, das ganze Ding doch raus. Ja, was ist denn da los? Da darfst du wieder rein. Baumkugeln auch selber gemacht, vielleicht aus übrig gebliebenen Steinchen. Das ist mir letztens so eingefallen. Das ist bestimmt auch eine tolle Sache. Ich wüsste aber jetzt ad hoc jetzt nicht, ob man das dann auch einzeln beklebt, zum Beispiel auf einem doppelseitigen Klebeband. Oder ob man die ganze Kugel einschmoddert und dann quasi in so einer großen Schüssel, wo die Reststeinchen drin liegen, einfach so drin rumwälzt. Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Christbaumkugeln, die kann man so zur Hälfte auseinander machen. Und da kann man ja auch so ein bisschen Reststeinchen vielleicht reinkippen oder so. Also hat das jemand von euch schon gemacht? Das würde mich auch mal interessieren. So, jetzt kommen wir hier langsam auch wieder zu den großen Steinen. Ich werde aber jetzt erstmal hier so diese Ecke hier mal machen und parallel auf der anderen Seite auch. So. Habt ihr denn schon alles erledigt, was ihr fürs Weihnachtsfest erledigen wollt? Also wie Besorgungen machen, dann Geschenke besorgen, einpacken und so weiter. Also bei uns ist das auch mit den Geschenken, hält sich das auch im Rahmen. Also das ist bei uns in der Familie, also wenn alle zusammenkommen, ist es so, dass wir uns da schon seit vielen Jahren nicht jeder jedem was schenkt, sondern im Spätherbst wird dann sozusagen kurzerhand ernannt, wer solche Wichtelzettel schreibt. Da steht dann von jedem Familienmitglied, also volljähriges Familienmitglied, Kinder und Jugendliche bekommen natürlich ihre Geschenkchen. Da steht dann der Name drauf von jeder hat einmal einen Zettel mit seinem Namen und dann werden quasi die Zettelchen gezogen. Natürlich auch derjenige, der dafür zuständig ist, muss gewährleisten, dass er da jetzt nichts irgendwie, ja, eine gute Fee spielt. Ja, und dann werden die Zettelchen werden dann sozusagen in ein Kuvert. Kommen die dann rein und dann werden die demjenigen zugeschickt. Das Einzige, was die gute Fee in Anführungsstrichen gewährleistet, ist, dass derjenige sich dann nicht unbedingt selber zieht. Also ich habe das ja auch schon des Öfteren gemacht,
die Wichtelzettelchen dann quasi fertig gemacht. Und wenn ich es dann zum Beispiel meinem Bruder per Post zugeschickt habe, dann habe ich natürlich vorab mal seinen Zettel erstmal raus. Und dann die anderen dann blind durchgemischt, eingezogen, eingetütelt, weggeschickt. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ja, und das ist total schön. Und dann, wenn wir uns dann zu Weihnachten sehen, dann sitzen wir so in der Runde. Jeder hat ein Geschenkchen auf dem Schoß. Und dann beginnt die Wichtelstunde. Dann fängt einer an und dann, ja. Und dann schauen auch alle zu, wenn derjenige dann sein Wichtelgeschenkchen auspackt und sich dann drüber freut. Ja, das ist immer so, so schön. Und uns ist halt auch wichtig, weil wir uns nicht so oft sehen, dass dann wirklich auch das Treffen an sich und dass man beieinander sitzt und dass, ja, dass man noch gesund ist, dass dann auch, gut, meine Oma lebt ja leider nicht mehr, die ist ja jetzt Weihnachten vor 3 Jahren verstorben. Aber ansonsten, zum Glück, und da danke ich auch dem Himmel, sind alle soweit gesund, dass wir beieinander sitzen können. Und das ist, ja, das, ihr Leute, ist der wahre Reichtum, sage ich euch. Ja. So. Ich habe gesehen bei, ich glaube, das war Diamond Painting Deutschland, meine ich, bei der Kalenderaktion. Da habe ich gesehen, da gibt es diese Mandala-Untersetzer. Die sind toll. Also ich liebe ja Mandalas in jeglicher Form, egal ob zum Puzzeln, zum Malen, zum Ausmalen, jetzt auch als Diamond Painting. Mega, ich finde es richtig toll. Und habe es auch als Schlüsselanhänger, habe es auch als Schlüsselanhänger auch verschenkt. Es kam auch sehr gut an. Und die Untersetzer, die gefallen mir selber sehr, sehr gut. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir die mal holen möchte. So, jetzt kann ich gleich die restliche Folie ja abziehen. Oh, die schmeiße ich dann auch weg, die brauche ich nicht mehr. Seht ihr, und dann kann ich das jetzt hier wunderbar drehen. Kann ich den auch mit dem aufnehmen? Oh, das geht mit dem auch. Okay, schön platzieren. Da braucht man schon so eine ruhige Hand, aber das kennt ihr ja alle. Das ist ja kein Problem, gell? So, dann machen wir erstmal die mit AB. Habt ihr auch ein paar Tage frei? Also zumindest mal die Weihnachtstage, oder muss auch jemand von euch arbeiten? Zum Beispiel am 24. vielleicht im Einzelhandel oder vielleicht nicht nur am 24., da vielleicht sogar in der Pflege tätig. Ja. Also wenn es da jemand gibt in meiner Community oder mehrere, ihr seid meine Helden. Also ich wirklich, auch euch wünsche ich, dass ihr den Stress gut rumbekommt in der Weihnachtszeit und dann auch hoffentlich die Möglichkeit habt, euch da dann irgendwann auch mal hinzusetzen und nur zu genießen. Ich habe das jetzt heute Morgen, war ich auch kurz entschlossen, noch mal ein paar Sachen zu besorgen. Und da war an der Kasse, es war nicht viel los, aber
Ja, da war halt eine ältere Frau und die hatte sich irgendwie ein falsches Produkt aus dem Regal genommen. Sie hat gemeint, es wäre im Angebot und war es aber dann halt doch nicht. Und bis es dann an der Kasse ausdiskutiert war, wobei die Diskussion war nicht das Schlimme. Das war alles super nett mit der Verkäuferin, also mit der Kassiererin und der Kundin. Und dann ist dann die Kassiererin dann auch noch mal ins Regal gelaufen, hat ihr dann das richtige Produkt rausgeholt. Naja, und dann könnt ihr euch vorstellen, fing das dann hinter mir schon an zu meckern. Und wie lange das dauert und kann man da denn nicht mal richtig gucken? Ich habe gedacht, also ich drehe mich jetzt gleich rum. Ich war wirklich, ich habe gedacht, ich drehe mich jetzt gleich rum und guck denjenigen nur mal ins Gesicht und sag mal gar nichts. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ey, es ist. Ja, und die Kassiererin hat aber dann die richtigen Worte gesagt. Hat gesagt, wissen Sie, wenn Sie einkaufen gehen, dann müssen Sie sowas mit einkalkulieren. Fertig. Also, und das schon morgens um, wie viel war es? 8:15 Uhr? Da habe ich gedacht, die arme Frau an der Kasse. Die tun mir leid, wirklich. Ja, und nicht nur die Kassiererin, sondern alle, die solche Tage durchhalten müssen im Stress, ne, und andere ertragen müssen bis zu einem gewissen Level. Aber ich denke, irgendwann ist auch mal die Grenze erreicht, wo man sich auch wehren darf und wehren muss. So, den Tannenbaum habe ich fertig. Jetzt werde ich euch wieder ein bisschen hier zurücknehmen und wir werden das jetzt mal zusammen einfädeln. Wie gesagt, diese Kordel, ich denke schon, dass es so gedacht ist, dass man die in Stücke schneidet, aber dass die natürlich dann hier sich so aufdröselt, das ist etwas doof. So, man kriegt es aber trotzdem gut durch. Jetzt werde ich das hier so zusammenknoten. So, und weil das ja eh schon so wenig Kordel ist, gucke ich, dass ich hier oben wirklich jetzt nicht komplett das in den Knoten ziehe, sondern ich ziehe das eher verkehrt. Ich ziehe das quasi von hier unten wieder nach oben, damit ich einfach hier ein bisschen mehr Spielraum habe zum Aufhängen. Wisst ihr, wenn ich jetzt von oben durchgezogen hätte, dann wäre ja wahrscheinlich überhaupt gar kein Platz vorhanden, um das hier dann festzuziehen. So, und dann habe ich hier meine große Tesarolle. Dann nehme ich das hier, ziehe den Knoten vorsichtig hier, bis es nicht mehr geht, ran, mache mir ein Stück Teser ab. So. Und dann klebe ich mir das ein bisschen fest. So. Und fertig ist es. Gucket mal. Und fertig zum Aufhängen. Ja, ihr Lieben, so werde ich das jetzt nach und nach noch fertig machen. Und wie ich das dann letztendlich gemacht habe, das könnt ihr dann auf Facebook sehen. Ja, meine Lieben, das war mein kleines Video mit dem Weihnachtsbaumaufhänger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich schon auf eure Kommentare bezüglich, welche Farben ihr benutzt für euren Baum und wie der generell aussieht und ob ihr auch Weihnachtsbaumschmuck habt, der auch über mehrere Generationen weitergereicht worden ist. Ja, das schreibt mir mal rein. Das würde mich sehr freuen. Und ihr Lieben, ihr wisst ja, bleibt gesund. Und wenn es euch gefallen hat, bitte, bitte, bitte ein Däumchen. Ihr wisst doch, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.